Es geht weiter mit Silent Hill 3. Ich habe gestern, na, danke Licht, sag und schreibe 7 Parts aufgenommen, weil ich momentan total Bock auf dieses Spiel habe und solange ich krankgeschrieben bin, ja, habe ich eh nichts Besseres zu tun. Heute ist das Wetter leider nicht mehr sehr stürmisch, sondern sehr schön. Eigentlich mag ich ja schönes Wetter lieber, aber um sowas zu spielen, ist es halt zu schön. Und da ich nicht raus kann, weil ich ja krank bin, habe ich davon auch nichts. Also so ein bisschen Regen und Sturm wäre mir jetzt lieber. Naja, man kann nicht alles haben. So, gehen wir raus. Im letzten Part haben wir ja festgestellt, dass unser Vater leider nicht mehr unter den Lebenden weilt. Sie haben seinen Mörder umgebracht und jetzt fahren wir mit Douglas nach Silent Hill, wo Claudia auf uns wartet. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? Nein. I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard. And he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Das wird jetzt eine sehr lange Cutscene. Ich halte mich jetzt einfach mal zurück. Hört gut zu. Es ist wichtig, gerade für die, die Silent Hill 1 nicht kennen. What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once, on a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work. You hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry. Didn't mean to offend you.
I'm gonna head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. Got the map, right? Yeah. Gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid. I'm 50-something years old. I've never seen nothing like this. I just feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you're finished looking around the hospital. Okay? Roger. So, willkommen in Silent Hill, würde ich einfach mal sagen. Das Ganze hat jetzt knapp 8 Minuten gedauert. Naja, ist egal, war ja wichtig. Ich werde da jetzt auch gar nichts zu sagen. Macht euch euren eigenen Reim drauf. Speichern? Nee. Sollte ich sterben, was ich nicht glaube, kann ich diese Szene ja auch überspringen. Aber es ist auch geil von Douglas. Er geht zum Haus von diesem Leonard und wir sollen das Krankenhaus durchkämmen, das ungefähr 50.000 Mal so groß ist. So, jetzt haben wir endlich die Karte von Silent Hill, die wir schon aus allen anderen Teilen kennen. Wo bin ich? Da. Das heißt, raus, hoch, links, da hier am Bolorama vorbei und dann runter, glaube ich. Okay. Warum habe ich keine Waffe? Ich würde auch sagen, wir nehmen noch mal einen Drink. So, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Ach, hier komme ich nicht raus. Dann hier. Ja, ich bin sogar schon richtig. Ja, ja. Ey, ich wollte gerade sagen, ich bin schneller als du. Also wisst ihr was, das ist mir zu blöd. Jetzt bin ich aber schneller. Wiedersehen. Ja, falls ihr Heather nicht gut erkennen könnt, ich kann das auch nicht. Ich kann allgemein gerade nicht viel erkennen. Huh, und hier ist eine Sackgasse. Und ich wäre fast vor die Wand gelaufen. Bin ich richtig? Ja. Das Heaven's Night dürften auch einige von euch kennen. Zumindest alle, die Silent Hill 2 kennen. Und da ist sogar offen. Da gehen wir jetzt mal rein. Hier gibt es aber, glaube ich, gar nicht viel. Da ist eine Touristenbroschüre. Ich hatte es vergessen, aber stimmt. Silent Hill war ursprünglich ein Urlaubsort. Willkommen in Silent Hill. Silent Hill, an einem See gelegener, ruhiger, kleiner Erholungsort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Machen Sie mal Pause von Ihrem hektischen Alltag und genießen Sie einen entspannten Urlaub bei uns. Straße an Straße mit malerischen alten Häusern, eingebettet in eine großartige Gebirgslandschaft. Und ein See, der im Verlauf des Tages verschiedene Seiten seiner Schönheit offenbart. Vom Sonnenaufgang über den Nachmittag bis zum Sonnenuntergang. Silent Hill wird Sie berühren und mit einem Gefühl tiefen Friedens erfüllen. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt, der für immer in Ihren Erinnerungen bleiben wird.
Ja, davon gehe ich mal ganz fest aus. Roger Whitmark. Wer immer das ist. Ist hier noch was? Irgendwie Patronen oder so? Na, oh, das war jetzt nicht so die Welt. Und hier hinten? Kaputt. Was ist das? Ein Werbezettel von einem Club. Er zeigt eine Frau mit langen schwarzen Haaren. Die Rückkehr von Lady Maria am 27. ab 20 Uhr. Schwarze Haare? Wann ist Maria schwarzhaarig? Auch immer diese Lauferei. Tschüss. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Okay, und wir kriegen gleich Besuch. Diese Krankenschwestern sind erstaunlich menschlich, auch in der Art und Weise, wie die Geräusche sind, die sie von sich geben. Das war in den anderen Teilen nicht so. Ey, du Schlampe! Jetzt endlich mal Ruhe hier. Dankeschön. Mensch, blöde Kuh. Ich möchte gerne eine Karte. Ich habe eine Karte vom Krankenhaus. Dankeschön. Prompte Bedienung. Gibt es hier irgendwas? Kaputt. Was? Hier sind verschiedene Akten von Arten von Arzneien, aber keine sieht nützlich aus. Steht da? Sagt sie nichts zu. Nein, ich speichere noch nicht. Ich gucke mich jetzt erstmal hier unten ein bisschen um. Gut. Am Kühlschrank hängt eine Notiz. Nur für Lebensmittel, keine Medikamente lagern. Ob es in Ordnung ist, hier drin Gesundheitsdrinks zu lagern? Das gilt nicht als Medikament. Auf dem Schreibtisch gibt es nichts Interessantes. Was ist das denn? Es ist eine Krankengeschichte oder so. Sie ist für diesen Lennart. Ob das der gleiche Lennart ist, von dem Vincent gesprochen hat? Zimmer S12. Zeigt leichte audiovisuelle Halluzination, emotionale Instabilität, obsessive Ideen. Verdacht auf leichte Schizophrenie. Beobachtung wird fortgesetzt. Im Grunde ruhig und kooperativ, mit starkem Sinn für Gerechtigkeit. Berichten zufolge Tendenz zu Gewalttätigkeit bei Überreizung. Die andere ist für Stanley Coleman. Zimmer S12. In der Regel passiv, feige und egoistisch. Zeigt manchmal obsessive Zuneigung zu einer bestimmten Frau und handelt entsprechend. Dies hat zu gewalttätigen Zwischenfällen geführt. Vorsicht ist angebracht. Stanley Coleman. Ja, von dem werden wir noch hören. Da steht was an der Tafel, aber es hat nichts mit mir zu tun. Na gut. Kaputt. Auch kaputt. Ja, das war's dann mal wieder raus. Gut. Man könnte jetzt sagen, warum bauen die so viele Türen ein, obwohl die doch alle gar nicht aufgehen. Aber ich meine, ein Krankenhaus, das nur 5 Türen hat, das würde sehr unglaubwürdig wirken. Und Krankenhäuser haben nun mal eines in Massen und das sind Türen. Das ist bei Silent Hill nicht anders.
Ein Bild von einer Blume in einer Vase. Hübsch, aber pff, was soll's. Dieser Tag ist endlich gekommen. Ganz richtig, der Tag, an dem wir uns endlich treffen, an dem du und ich uns endlich treffen. Ich habe immer an dich gedacht, hier in dieser düsteren Zelle. Bis heute kann ich nicht einmal deinen Namen oder dein Gesicht. Aber jetzt kenne ich es. Ich weiß, du bist diejenige, auf die ich gewartet habe. Und hast du nicht auch auf mich gewartet? Deshalb bist du gekommen, um mich zu befreien. Oh, wie sehr ich dich liebe, Heather. Ich will dir meine wertvolle Puppe geben. Ich habe sie zum Andenken an unser Treffen, dem Anfang unserer ewigen Liebe gemacht. Oh, ich kann schon ein lächelndes Gesicht sehen. Stanley Coleman. Zur Puppe sagt sie nichts? Nein. Ja, wir sind also anscheinend die Frau, in die Stanley so verliebt ist. Ja, ist ja mal schön. Jeder möchte doch von einem verrückten Irren geliebt werden. So. Jetzt gehe ich eben speichern und dann geht es im nächsten Part weiter.